Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, heute zu einem neuen Video. Und zwar möchte ich euch heute die Essence Try It Love It LE vorstellen, denn ich habe ein Testpaket von Costova zugeschickt bekommen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Einmal haben wir hier von Essence das Pure Nude Make-up und das sind zweimal verschiedene Nuancen. Die 10 Pure Beige und die 20 Pure Sand. Und da sind jeweils 30 ml enthalten und dieses Make-up ist ein No-Make-up-Feel. Und das fühlt sich auf der Haut eigentlich ganz normal an, ohne dass ihr merkt, dass ihr Make-up drauf habt. Und ja, wie gesagt, ich habe hier zwei verschiedene Nuancen und ich hoffe, eine davon passt zu meinem Hautton. Ich habe immer mal ein paar Probleme dabei, für mich ein passendes Make-up zu finden, aber ich hoffe, eine von den beiden passt. Ansonsten kann man die ja immer noch mischen. Dann haben wir hier einen Blush und das ist der Matte Touch Blush. Und hier sind 5 Gramm enthalten und das ist die Farbe 20 Berry Me Up. Und ich finde, das ist auch eine super schöne Farbe. Ja, ich finde, das gibt einfach ein bisschen Farbe ab und es ist trotzdem noch ein bisschen natürlich. Und ich finde es auf jeden Fall eine wunderschöne Farbe. Dann kommen wir zu zwei Lippenprodukten und da habe ich hier einmal einen Lippenstift und zwar ist das die Farbe 01 My First Love und die Verpackung zeigt schon, dass das so ein richtig schöner Alltagston ist, so ein wunderschönes Nude und ich bin mal gespannt, ob das was für mich ist, denn ich bin ein sehr heller Hauttyp und nicht, dass das dann bei mir komplett untergeht und ich noch blasser aussehe. Deswegen werde ich den auf jeden Fall einmal testen und schauen, ob der zu mir passt. Dann habe ich hier ein weiteres Lippenprodukt und das ist so ein Liquid Lipstick. Das heißt, es ist ein flüssiger Lippenstift und ja, es sieht eigentlich aus wie ein Lipgloss, aber es ist einfach ein Lippenstift in flüssiger Form. Das ist die Farbe 04 Show Off und ja, ich glaube, diese Farbe passt schon mal eher zu mir. Es ist so ein richtig schönes Rosa-Rot und gefällt mir richtig, richtig gut. Dann kommen wir zu meinen zwei Lieblingsprodukten und wie kann es anders sein? Es sind Nagellacke und das sind einmal zwei verschiedene Farben, einmal sogar ein Soft Matte Finish und das ist die Farbe 47 Vava Room und ja, das ist so ein richtig schönes Rosa und das wird mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und dann haben wir ein ganz normales Nagellack Finish und das ist so ein richtig schönes bäriges Lila und das ist die Farbe 52 Amazed by You und ja, Lila gefällt mir auch richtig, richtig gut und die habe ich zum Glück noch nicht in meiner Nagellacksammlung. Ich habe eigentlich schon relativ viele Gel-Nagellacke aus der Essence-Serie, aber diese beiden zum Glück noch nicht. Dann kommen wir jetzt mal zu meinen Highlights dieses Pakets und es sind auch die letzten Produkte, aber wie ich finde, die besten. Und zwar handelt es sich hier um die Lidschattenpaletten von Essence. Und da habe ich einmal die All About Grace. Das sind halt so ganz schwarz-graue, helle Töne. Und dann habe ich die All About Vintage. Das ist eine ganz neue Palette. Und da sind so ausgefallene Töne bei mit so einem dunkelgrün, so einem Moosgrün, so Erdtöne und ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal gucken, ob ich das gebrauchen kann, weil ich glaube, so ein dunkelgrün werde ich nicht so oft benutzen. Und dann haben wir noch eine, und zwar ist das die All About Bronze. Und ja, das sind eher so Brauntöne, ein Goldton ist dabei, ein ganz heller Ton. Und die gefällt mir natürlich schon am besten, weil es sind einfach Alltagstöne, die kann man immer gut gebrauchen. Und ja, die drei Paletten gefallen mir natürlich am allerbesten, weil ja, es sind einfach wunderschöne Stücke und man hat eine riesen Farbauswahl und deswegen gefallen die mir umso mehr. Ja, meine Lieben, das war mein Vorstellungsvideo zu den Produkten von der Essence Try It Love It LE. Und diese Produkte werden auch ins Standardsortiment einziehen, also braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, ob ihr die Produkte noch bekommt oder ob sie schon ausverkauft sind. Ihr werdet sie auf jeden Fall im Standardsortiment finden. Und ich bin super begeistert von den Produkten und ich bin auch richtig glücklich, dass ich die Produkte testen durfte. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da
Und falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, dann freue ich mich natürlich umso mehr über euren Besuch. Und ich würde mich noch riesig freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und ja, lasst mir einfach euer Feedback in den Kommentaren da, wie ihr die LE so findet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!